21. Februar. Aspekte des Lobes. Wer Dank opfert, der preist mich. Psalm 50, Vers 23. Was bedeutet es eigentlich, Gott zu loben und zu preisen? Gemäß der Schrift umfasst es drei Aspekte. Erstens, Gottes Wesen studieren. Einer der Hauptgründe, warum wir das Alte Testament studieren sollten, ist, dass Gottes Wesen dort auf wunderbare Art und Weise offenbart wird, was uns hilft, ihn besser loben zu können. Zweitens, Gottes Werke studieren. Die Psalmen fließen förmlich über von Berichten über die großen Taten Gottes. Er teilte das Rote Meer, befreite sein Volk aus Ägypten, ließ Wasser aus dem Felsen quellen, ernährte Israel in der Wüste mit Manna vom Himmel und tat viele andere mächtige Dinge. Wenn du Gott für die wundervollen Dinge, die er getan hat, lobst, dann verblassen deine Probleme im Gegensatz dazu sehr schnell. Indem wir uns daran erinnern, was Gott bereits getan hat, verherrlichen wir ihn und unser Glaube wird gestärkt. Drittens. Gott für sein Wesen und seine Werke danken. Das Herzstück des Lobes ist Danksagung. Preise Gott und verherrliche ihn. Egal, was in unserem Leben auch kommen mag, wir sind aufgefordert, ihm für sein Wesen und seine großen und gnädigen Taten zu danken.